Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Wir haben hier ein Beispiel vorbereitet und ihr fragt euch alle, was sind Definitionslücken? Wir fragen unseren Experten mal, Herr Thein, was sind die denn? Definitionslücken sind x-Werte, die ich in eine Funktion nicht einsetzen darf, weil es irgendwie verboten ist. Okay, ich weiß, man darf nicht durch 0 teilen. Das heißt, der Nenner darf nicht 0 sein. Das darf nie passieren. Ja. Hier könnte er 0 sein, oder? Ja, wenn wir 2 einsetzen, würde 2 minus 2 stehen, ist 0. Also, dann haben wir unsere Definitionslücke. Richtig, beziehungsweise unsere ganze Definitionsmenge, was der Teil hinschreibt, sind alle reellen Zahlen, außer, also ohne, die 2. Gut. Ja, aber das ist doch dann ein bisschen komisch. Wie kann ich mir den Graph vorstellen? Ist da dann einfach eine Lücke oder was? Wir können es doch mal am GTA einfach zeichnen lassen. Nee, zeichnen wir mal ein bisschen langweilig, dann weiß ich es ja direkt, das ist ein bisschen zu trivial. Dann könnten wir einfach Werte betrachten, die sehr nah an der 2 liegen, etwas unterhalb und etwas oberhalb der 2 und wir gucken mal, was es für Werte gibt. Das klingt gut, das klingt gut. Haben Sie da was vorbereitet? Ja, ich habe die Funktion schon mal im GTR eingegeben. Vorsicht, nicht das Graph-Menü, das ist das Table-Menü. Und wir zerlassen uns mal Werte anzeigen. Ah, wunderbar. Wir beginnen mal bei 1,99 minus 296, also eine sehr kleine Zahl, beziehungsweise betragsmäßig groß. Mhm. Und nähern uns jetzt mal in 0,001er Schritten der 2. Und was können wir sehen? Gott, negativ betrachtet, das wird ja, sind ja immer größere negative Werte. Das geht ja fast ins negativ Unendliche. Was passiert denn bei der 2? Das ist ein Error. Okay, das geht. Ich dürfen wir nicht einsetzen. Jetzt ist aber die interessante Frage, was passiert in dem Moment, wenn wir knapp über der 2 sind? Das springt ja zu riesig großen Werten. Wir sehen von fast minus 3000 zu fast, beziehungsweise knapp über 3000 im positiven Bereich. Wenn wir noch näher dran gehen, werden wir sehen, dass es vom Minus Unendlichen ist ins Unendliche springt, direkt. Und wenn wir jetzt sozusagen wieder uns weiter entfernen, werden sie auch wieder kleiner, die Werte. Ja, aber jetzt bin ich doch neugierig. Wie sieht es im Graphmenü aus dann? Schauen wir uns an. Die Funktion ist entsprechend auch direkt im Graphmenü mit drin. Okay. Zeichnen wir mal. Ja, das passt dazu. Ah, hier ist die 2. Wir nähern uns der 2, das sind noch recht normale Werte und jetzt plötzlich werden sie sprunghaft kleiner, kleiner, kleiner oder betragsmäßig eben größer ins negativ Unendliche. Mhm. Und wenn wir knapp über die 2 gehen, springt es nach oben im Unendlichen und werden dann sozusagen wieder kleiner und die Funktion verläuft wieder anders. Und hier ist eine Lücke. Es gibt keine direkte Verbindung von hier unten nach hier oben. Hier ist nichts dazwischen. Sagen Sie, ist es bei so Bruchfunktion, gebrochen rationalen Funktion ist das Fachwort, immer so. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Aufgrund dessen, was wir gerade im GTR gesehen haben, haben wir hier vorhin einen Satz notiert. In der Umgebung der Definitionslücken können Graphen ein besonderes Verhalten zeigen, haben wir gerade gesehen. Es gibt aber noch mehr Verhalten als das gerade eben. Dazu betrachten wir 3 Fälle. Der erste ist nochmal die Funktion, die wir gerade schon hatten. Und hier haben wir auch den Definitionsbereich nochmal aufgeschrieben. Und jetzt geht es um die Betrachtung, was passiert, geht es ins Minusunendliche oder Plusunendliche, wenn man sich der Stelle von links und von rechts annähert. Schreibt man so auf, für x gegen 2 und x kleiner als 2, also von links annähern, gilt, und das müssen wir uns jetzt überlegen, wir können es ja nicht mehr mit dem GTR zeichnen. Okay, denken wir mal nach. Hier oben. Wir haben eine Zahl sehr nahe an der 2, aber etwas kleiner als die 2. Das heißt, hier unten steht dann was Negatives, weil 1,9 minus 2 wird was Negatives ergeben. Was Negatives, ist gut. Oben eine Zahl sehr nahe bei 2 quadriert ist auf jeden Fall größer als 1. Ja, und wenn man davon 1 abzieht, dann kommt auf jeden Fall immer noch was Positives raus. Okay, was Positives durch was Negatives ist negativ. Negativ. Und das ist auch das einzig Wichtige, weil wir wissen, jetzt kommt entweder plus unendlich oder minus unendlich raus. Das heißt, jetzt können wir hinschreiben minus unendlich. Dieselbe Überlegung machen wir hier unten auch. Was sehr nah ist an der 2, aber ein bisschen größer. Wenn man davon im Nenner 2 abzieht. Dann ist hier unten im Nenner was Positives. Mhm. Oben etwas, das größer ist als 1, multipliziert. Größer ist als 2 sogar. Größer ist als 2 sogar, ja. Multipliziert und dann 1 abzieht, das bleibt ebenfalls positiv. Das heißt, das Positive durch was Positives, das bleibt positiv. Also plus unendlich. So, das ist nicht ganz so einfach, aber probiert es mal wirklich selber für den zweiten Fall. Genau, und wir schauen uns die Lösung zusammen an in 3, 2, 1. So, die Definitionslücke ist dieses Mal 1, denn wenn wir 1 einsetzen, würde unten im Nenner wieder 0 stehen. 5 mal 0, das ist nicht erlaubt. Und was können wir jetzt hier bei den Überlegungen hier machen? Wir überlegen uns jetzt genau das Verhalten, was passiert, und gucken uns die Funktion mal genau an. Oben steht e hoch x. E hoch x hat eh nur positive Werte. Das muss man wissen. Die 5 ist auch positiv im Nenner.
x minus 1 im Quadrat, naja, alles, was man quadriert, ist auch positiv. Was heißt es dann? Wenn das positiv ist, das positiv und das positiv, egal was wir einsetzen, wird die Funktion immer positiv bleiben. Also in beiden Fällen, sowohl für x kleiner als 1, als auch für x größer als 1, gegen plus unendlich streben. So, wir haben jetzt den Graphen der beiden Funktionen schon mal hingezeichnet. Was ist denn wichtig dabei? Wichtig sind die beiden Sachen, die hier neu sind, die ihr noch nicht so kennt, das Orangene. Wir haben eine Senkrechte eingezeichnet, genau an der Stelle, wo unsere Definitionslücke ist. Und der Name davon ist senkrechte Asymptote. Und eine Funktion, also der Graph einer Funktion, hat die Eigenschaft, dass es sich der senkrechten Asymptoten beliebig nahe nähert, aber niemals schneidet. Und da gibt es eben zwei Fälle. Einmal kann da so genannter Vorzeichenwechsel stattfinden, wie hier von minus unendlich nach plus unendlich, springt es hoch, Vorzeichenwechsel. Und dann kann kein Vorzeichenwechsel stattfinden. Es springt von plus unendlich nach plus unendlich. Wichtig ist, egal wie weit wir hier hochgehen, auch die beiden sind hier oben nicht irgendwo verbunden. Das ist die Eigenschaft von so einer senkrechten Asymptote. Und das ist das Wichtige. Und alles andere, was wir hier noch skizziert haben vom Graphen, ist jetzt mal nur ungefähr, wie man das genauer skizziert, gucken wir uns erst im nächsten Kapitel an. So, jetzt kommen wir noch zu unserem dritten Fall. Bewusst haben wir vorher noch nicht gesagt, dass ihr den machen sollt, weil den müssen wir uns gemeinsam überlegen. Da kommt nämlich jetzt eine neue Überlegung noch mit rein. Fangen wir mal wieder an. Was ist denn hier die Definitionslücke? Die Definitionslücke ist klar, alle reellen Zahlen, außer die 2. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht und das ist einleuchtend. Da würde 0 unten stehen, das darf man nicht. Und ich erkläre jetzt mal eine Sache, die man eigentlich immer noch machen muss, die wir vorher nicht gemacht haben. Man muss nämlich noch immer gucken, bei dieser Definitionslücke, was kommt raus, wenn man die in den Zähler einsetzt? Wenn dann nämlich 0 rauskommt, was in dem Fall so ist, Herr, setzen Sie es mal ein. 2 im Quadrat ist 4, 4 minus 4 ist 0. Und dann würde ja 0 durch 0 stehen. Und 0 durch 0 ist ein besonderer Fall. Was kommt da raus? Es ist so, wenn wir uns den Graphen da angucken würden, wäre da wirklich einfach nur eine Lücke, ein Loch sozusagen. Wir ergänzen noch folgenden Satz. Für x gleich 2 ist auch der Zähler 0 hier oben. Wir sprechen von einer hebbaren Definitionslücke. Und immer wenn wir eine hebbare Definitionslücke haben, müssen wir uns den Funktionskern nochmal genauer angucken, denn in der Regel kann man den vereinfachen. Und zwar sehen wir hier was im Zähler, also vielleicht nicht ihr, aber der Herr Thein sieht sicherlich. X Quadrat minus 4 ist das Ergebnis einer binomischen Formel, und zwar der dritten binomischen Formel. Richtig, man könnte nämlich einmal eine Klammer machen mit x plus 2, einmal eine Klammer mit x minus 2. Hier das ausmultipliziert, das ist die dritte binomische Formel, da kommt genau x Quadrat minus 4 raus. Und jetzt sehen wir was Schönes, denn sowohl im Zähler als auch im Nenner steht x minus 2 als Faktor. Wir könnten hier einfach eine Klammer drumherum machen. So, jetzt haben wir zwei Faktoren. Und wenn ein Faktor sowohl im Zähler als auch im Nenner vorkommt, dann können wir den gerade kürzen. Richtig, und dann haben wir im Zähler noch x plus 2 stehen. Im Nenner haben wir eigentlich noch 1 stehen, 1 mal das. Aber das können wir ja weglassen. Deswegen haben wir nur noch x plus 2. Und jeder erinnert sich, wie der Graph von x plus 2 aussieht. Das ist die Ursprungsgerade, die um 2 nach oben verschoben ist. Das ist der y-Achsenabschnitt. Die zeichnen wir jetzt mal zusammen. Allerdings beachten, bei der 2 ist trotzdem immer noch eine Definitionslücke. Und das seht ihr jetzt, wie man das grafisch darstellt. So, wir haben den Graphen der Funktion jetzt auch eingezeichnet. Wie gesagt, eine Gerade. Und an der Stelle, wo die Definitionslücke ist, die hebbare Definitionslücke, dort machen wir jetzt so ein Kringelchen, wo der Graph auf jeden Fall nicht durchgezeichnet ist. Um klar zu machen, genau an dieser Stelle, da gibt es keinen Funktionswert. Ganz nah dran von links, ganz nah dran von rechts gibt es die Funktionswerte. So genau können wir es hier nicht darstellen, aber eben an dieser Stelle nicht. Gut, in diesem Video haben wir jetzt eine ganze Menge mathematisches Fachvokabular, was ihr wirklich, wirklich auswendig lernen müsst. Herr Thein, zeigen Sie doch mal, was wir alles haben. Nochmal den Grün hervorgehoben. Es ging los mit Definitionslücken. Klar sein, was das ist. Weiter. Diese neuen senkrechten Asymptoten, das muss einem klar sein. Was haben wir noch? Geraden. Dann diese x-Werte, also x gleich 2 und x gleich 1, das wird als Polstelle bezeichnet. Einmal eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel, einmal eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Und wenn man diese Definitionslücke rauskürzen kann, dann spricht man von einer hebbaren Definitionslücke. Das ist dann keine Polstelle mehr. Also alles sind Definitionslücken,
Aber wir haben zweimal eine Pulsschwelle, einmal eine hebbare Definitionslücke. Gut, viele Begriffe, aber ich denke mal, bei weiteren Übungen dürfte euch im Laufe der Zeit das Ganze geläufig werden, wann welcher Fall vorliegt. Schreiben Sie jetzt auch nochmal übersichtlich auf. So, wir hoffen, wir haben für euch ein halbwegs übersichtliches Vorgehen beim Untersuchen von Funktionen mit Definitionslücken aufgestellt. Als erstes stellen wir die Definitionsmenge auf. Und wir sehen hier, es kann natürlich auch mehrere Definitionslücken geben. Ein Beispiel, wenn wir später auch mal rechnen. Dann setzen wir die Definitionslücke in den Zähler ein. Warum denn? Ja gut, das haben wir vorhin bei den ersten Beispielen nicht gemacht. Wir haben beim dritten Beispiel dann gesehen, dass es, falls der Zähler 0 wird, das ist der rechte Arm, die sogenannten hebbaren Definitionslücken gibt. Deswegen machen wir das in Zukunft immer davor, dann können wir das schon mal ausschließen. Wenn es eine hebbare Definitionslücke ist, dann könnt ihr die Funktion vereinfachen. Seht ihr nochmal an dem Beispiel, was wir gerade gemacht hatten, wie das geht. Und wir müssen uns merken, der Graph hat dann eine Lücke. Das wird aber eher selten vorkommen. In den meisten Fällen kommt das andere vor. Der Zähler ist nicht 0. Richtig, dann haben wir nämlich eine Polstelle oder mehrere Polstellen, je nachdem, wenn es mehrere Definitionslücken gibt. Dann überprüfen wir das Verhalten für x schräg gegen x0 und einmal x ist kleiner x0 und einmal x ist größer x0. Das überprüfen wir und das überprüfen wir ebenso auch für alle restlichen Polstellen. Und dann kriegen wir raus, dass es Polstellen x0 entweder mit Vorzeichenwechsel gibt. Nämlich oder wenn einmal gegen Plus unendlich und einmal gegen Minus unendlich ist oder andersrum. Oder es gibt Polstellen x0 ohne Vorzeichenwechsel. Wenn beide gegen Plus unendlich oder beide gegen Minus unendlich gehen. Und diese Gerade x gleich x0, die wir dann auch immer in einer anderen Farbe in den Graph eingezeichnet haben, die nennt man dann senkrechte Asymptote. Da kommt noch eine wichtige Sache dazu. Normalerweise werden Funktionen ja immer beginnen mit einem y dargestellt. Hier steht jetzt komischerweise ein x vorne. Das liegt daran, dass wir eine Funktion haben, wo für den einen x-Wert sozusagen alle y-Werte ausgewählt werden. Deswegen ist hier ausnahmsweise nicht y vorne, sondern x. Ihr seht, wir haben hier ganz viele Dinge orange unterstrichen. Das ist jetzt wie Englisch, Französisch, wo man Vokabeln lernen muss. Hier müsst ihr jetzt wirklich auch Vokabeln lernen. So, Aufgabe 1. Untersuche f auf Definitionslücken und das Verhalten für f bei Annäherung an diese Definitionslücken. Wir haben hier die Funktionen gegeben. Ja, und jetzt könnt ihr mal loslegen. Schaut mal bitte, dass ihr euch an diese drei Schritte aus dem Schema haltet. Legt nochmal das Schema von gerade eben hin. Diese drei Schritte macht ihr mal nacheinander bis zum Schluss, bis ihr alles darüber aussagen könnt, was auszusagen ist. Wir machen das auch und wir vergleichen es zusammen in 3, 2, 1. So, als erstes stellen wir Definitionsmenge auf. Das sind alle reellen Zahlen, außer die minus 1. Das kommt daher. Und außer die 2 Drittel. Das kommt wegen dieser Klammer. Wer nicht sieht, dass hier x 2 Drittel ist, macht einfach eine Nebenrechnung und schreibt hin 3x minus 2 gleich 0 und löst es auf, kriegt dann raus x ist 2 Drittel. Gut, als zweites gucken wir uns den Zähler an. Wir sehen, wer ist 1. Das heißt, der Zähler ist für alle x aus den reellen Zahlen, egal welches x wir einsetzen, und gleich 0. Das heißt, es geht hier um Polstellen. So, gucken wir uns als drittes das Verhalten an. Wenn x gegen minus 1 strebt, und jetzt gucken wir uns den Fall an, dass x ein bisschen kleiner ist als minus 1. Gucken wir mal. Zähler ist eh immer positiv. Das hier im Quadrat ist auch immer positiv, brauchen wir gar nicht betrachten. Brauchen also nur das betrachten. Wenn wir da was ein bisschen kleiner ist als minus 1 hier einsetzen, dreimal ein bisschen was kleiner ist als minus 1 ist negativ, noch was Negatives davon abziehen, das Ganze ist negativ, das heißt was Positives durch, was Negatives. Wir haben hier fx strebt gegen minus unendlich. Und genauso ist es hier auch, wenn x gegen minus 1 strebt und x ein bisschen größer ist als minus 1, dann wird diese Klammer auch wieder negativ. Was Negatives oder was Positives ist wieder negativ, was Positives durch was Negatives bleibt wieder negativ. Also hier gilt auch fx schräg gegen minus unendlich. Wir haben eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Okay, schauen wir uns für 2 Drittel an. Es geht gegen 2 Drittel und ist ein bisschen kleiner als 2 Drittel. Wir wissen schon, wir müssen nur das hier hinten betrachten. 3 mal 2 Drittel gäbe ja genau 2. 3 mal etwas, das ein bisschen kleiner ist als 2 Drittel, gibt etwas, das ein bisschen kleiner ist als 2. Und wenn man davon 2 abzieht, bekommen wir etwas Negatives. Positiv, positiv, negativ, minus unendlich.
Etwas, was man, wenn man etwas einsetzt, das ein bisschen größer ist als zwei Drittel, kommt hier etwas raus, das ein bisschen größer ist als zwei. Wenn man davon zwei abzieht, sind wir auf jeden Fall positiv, positiv, positiv. Das heißt, f von x strebt gegen plus unendlich. Also haben wir hier eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Und wir schreiben ergänzend noch auf, dass x gleich minus 1 und x gleich 2 Drittel senkrechte Asymptoten sind. Gut, kommen wir zur nächsten Aufgabe. So kommen wir zur Aufgabe 2. Untersuche f auf Definitionslücken und das Verhalten für f bei Annäherung an die Definitionslücken, genauso wie vorher. Wieder die drei Schritte. Hier ist die Funktion. Probiert selber mal. Ein Tipp: Hier im Nenner kann man e hoch x ausklammern, dann ist es hier einfacher. Gut, die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, zur Definitionsmenge der Funktion. Wir haben e hoch x erstmal ausgeklammert. So, dann bleibt vom ersten e hoch x noch 1 übrig, der Faktor 1 und hinten natürlich noch der Faktor x. So. Jetzt überlegen wir uns mal, e hoch x als erster Faktor davor kann nicht 0 werden. Haben wir schon immer gesagt, e hoch x wird niemals 0. Also kann nur der hintere Faktor 1 minus x 0 werden. Na gut, und wo wird er das? Wenn x 1 ist, also Genau. wenn die Definitionsmenge aller reellen Zahlen außer 1. So, wir setzen die Definitionslücke jetzt in den Zähler ein. Also e minus 1. E ist so 2,71 ungefähr. Also minus 1 auf jeden Fall ungleich 0. Also es handelt sich um eine Polstelle. Gar keine Stellen, einfach nur eine Polstelle. So, betrachten wir jetzt das Verhalten für x gegen 1. Zunächst mal können wir allgemein sagen, wenn ich von e eine Zahl abziehe, die ein bisschen größer und ein bisschen kleiner ist von 1, bleibe ich auf jeden Fall im Positiven. Genauso e hoch x wird niemals negativ. Das heißt, der einzige Faktor, der wieder negativ werden könnte, ist der hier hinten. Betrachten wir es mal. X gegen 1 und x kleiner 1. 1 minus etwas, das ein bisschen kleiner ist als 1, gibt einen positiven Wert. Positiv, positiv, positiv. F von x geht gegen plus unendlich. X ist ein bisschen größer als 1. 1 minus eine Zahl, die ein bisschen größer ist als 1, landen wir auf jeden Fall im negativen Bereich. Negativ und positiv gibt negativ. Zusammen mit dem Positiv von oben insgesamt negativ. F von x geht gegen minus unendlich. Das heißt, die oben entdeckte Polstelle hat einen Vorzeichenwechsel. Und als Ergänzung schreiben wir noch auf, dass x gleich 1 hier die senkrechte Asymptote ist. Gut, mit diesen beiden Aufgaben war es das fürs heutige Video. Ganz viele neue Begriffe. Die eigentlichen zu machenden Rechnungen sind gar nicht so schwer, aber ihr müsst schauen, dass diese Begriffe jetzt für euch gängiges Repertoire werden für die noch kommenden Kapitel. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.